Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Ein Bandscheibenvorfall ist schnell passiert. Eine schwache Muskulatur oder eine falsche Bewegung. Die Bandscheibe rutscht zwischen den Wirbeln hervor, drückt auf den Nerv. Der Schmerz ist erheblich. Womöglich gibt es sogar eine Lähmung. Was jetzt tun? Operation oder nicht? Und wenn ja, wie? Das ist jetzt die Frage. Bei mir ist Dr. Hans-Peter Köhler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Köhler. Sagen Sie mir noch mal genau, wann spricht man von einem Bandscheibenvorfall? Einen Bandscheibenvorfall kann man nur entsprechend per Röntgen, per MRT nachweisen, wo man den Vorfall auf dem Bild identifizieren kann. Die Beschwerden, die ein Bandscheibenvorfall machen kann, können auch durch andere Symptome letztendlich verursacht werden. Also ein Bandscheibenvorfall schlechthin muss man mit einem MRT letztendlich nachweisen. Und was würde man da sehen? Also was genau passiert bei einem Bandscheibenvorfall? Bei einem Bandscheibenvorfall geschieht Folgendes. Über die Jahre entsprechend kommt es natürlich zu einem Verschleiß an der Wirbelsäule. Wir haben dort zwischen den Wirbelkörpern entsprechend eine Bandscheibe, die besteht aus einem Kern, einem Gallertkern. Ich habe Ihnen hier ein Modell mitgebracht, da kann man das recht gut sehen. Und zwar, das hier ist sozusagen der Wirbel, das hier ist die Bandscheibe. Und hier innen drin sieht man diesen Gallertkern, der etwas wie ein Puffer letztendlich zentral geschaltet ist. Drumherum liegt ein Knorpelfaserring. Ja. Und im Laufe des Lebens kommt es hier natürlich entsprechend zu Schädigungen, sodass es entsprechend im Laufe des Lebens immer wieder zu kleinen Einrissen kommt. Also der Knorpelring hier reißt irgendwo ein. Und hier hinten im Bereich des Knochens liegt nochmal ein sehr reißfestes Band. Und dort, wenn man jetzt womöglich eine schwere körperliche Tätigkeit vollzogen hat, der Patient benennt es meistens mit einem Ereignis, dass er also irgendwo etwas Schweres angehoben hat oder einen Ausfallschritt, da reißt dann letztendlich dieses Band ein und es tritt dann entsprechend dieser das Dunkelgelbe, was Sie uns eben schon gezeigt genau haben, das dieser tritt dann hinten Puffer, in ja. diese Gallertmasse, die tritt aus und tritt jetzt hier Richtung Nerv aus. Mhm. Das kann man nochmal entsprechend besser sehen, wenn man das hier nochmal vom Modell hier, das ist der zentrale Bereich vom Rückenmarkskanal. Ich habe es nochmal ein bisschen anders mitgebracht. Und zwar, hier kann man das nochmal sehen. Hier läuft ein Nerv heraus aus der Wirbelsäule. Links und rechts kommen diese Nerven heraus. Und hier ist dieser Nerv durch diesen Bandscheibenvorfall, der jetzt hier etwas rot dargestellt ist, der drückt auf den Nerv und dadurch schwillt dieser Nerv an. Dieser Nerv aus der Wirbelsäule, aus der Lendenwirbelsäule, der geht runter ins Bein bis runter zum Fuß. Deswegen, da kommen wir vielleicht gleich schon zum nächsten Thema, kann man schon als Zuhörer, wenn der Patient einem das berichtet, also kann man schon Rückschlüsse ziehen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Wie behandelt man das? Also man wird vermutlich nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da wird es sicherlich eine Abstufung geben, aber die wüsste ich gerne. Ja, also im Prinzip ist es erstmal, dass man mit gesundem Menschenverstand die meisten Patienten da rangehen. Über 80% der Menschen haben einmal im Leben Rückenschmerzen. Da kann so ein Bandscheibenvorfall dahinter stecken, aber auch womöglich etwas Ungefährliches. Und nicht jeder Bandscheibenvorfall ist hochgefährlich. Das bedeutet, man nimmt sich erstmal zurück. Das heißt, durch den Schmerz kann man sich so und so nicht einfach mal so bewegen. Man kommt zur Ruhe, man legt sich erstmal hin, man versucht, die Belastung aus dem Körper herauszunehmen, nimmt ein Schmerzmittel, Wärme und schaut, ob entsprechend dieser Schmerz wieder von alleine sich zurückbildet. Was in über 90% der Fälle auch passiert in der Natur. Also nicht gleich eine Schmerztablette einnehmen, sondern erstmal abwarten? Man kann natürlich auch das Ganze noch ein bisschen, sagen wir mal, für sich selber, wenn die Schmerzen so unerträglich sind, greift man auch zu einer Schmerztablette, um das Ganze entsprechend zu überstehen. Aber der Körper hat die Selbstheilungskräfte und über 90% kann der Körper diese herausgerutschte Gallertmasse wieder resorbieren. Die besteht überwiegend aus Wasser. Mhm. Ich hatte es ja vorhin schon berichtet, dass entsprechend hier in der Mitte, das ist der Gallertkern, der besteht überwiegend aus Wasser. Nur die Knorpelmasse hier,
die wird nicht resorbiert. Das heißt, wenn nur die Gallertmasse rausrutscht, da geht es in über 90% von alleine wieder weg. Mhm. Das heißt, Ruhe, Schmerzmittel, Wärmeanwendung und 1 bis 3 Wochen geht der Schmerz wieder von alleine komplett weg. Da muss man gar nicht mehr machen. Mhm. So. Wenn jetzt aber das so nicht in den Griff zu kriegen ist, sucht man natürlich, sagen wir mal, den Kollegen, den Arzt oder die Ärztin auf, um entsprechend hier eine Unterstützung zu bekommen. Da kann man entsprechend dann stärkere Schmerzmittel, die man nicht frei verkäuflich in der Apotheke bekommt, bis hin zu Morphin einmal anbieten, weil wirklich der Schmerz manchmal unerträglich ist. Mhm. Und wenn der Druck eben auf den Nerv so stark ist, durch diesen Bandscheibenvorfall, dass der eben nicht nur Schmerzen verursacht und angeschwollen ist, sondern wenn der Nerv hier so extrem gedrückt wird, dass zum Beispiel eine Taubheit oder eine Lähmung entsteht, dann muss man unbedingt den Arzt aufsuchen, weil dann muss man über die Untersuchung herausfinden, ob das jetzt wirklich gefährlich ist. Weil wenn man eine Lähmung zum Beispiel nicht rechtzeitig behandelt, kann die für immer so bestehen bleiben. Deswegen ist eine hausärztliche und fachärztliche Untersuchung anzuraten. Ja, und dann eben eine sogenannte Bildgebung, also eine MRT zum Beispiel machen zu lassen. Genau, das wäre dann der nächste Schritt, dass eben dann durch einen Arzt entsprechend diese Untersuchung angeordnet wird, was auch nur durch ärztliche, sagen wir, Unterschrift möglich ist, um herauszufinden, was ist genau da drinnen passiert, was ist die Ursache für diese starken Schmerzen. Und wenn man operieren müsste, welche Möglichkeiten hätten Sie? Also, wie gesagt, Operation ist nach hinten geschoben. Man versucht jetzt erstmal das Konservative, außer der Patient hat eine hochgradige Lähmung. Also angenommen, er sitzt jetzt hier so wie ich und der Fuß fällt runter und man sagt, heben Sie doch mal den Fuß hoch und da geht nichts. Das ist zum Beispiel eine OP-Indikation. Oder das Bein knickt weg, ich kann gar nicht mehr stehen, ja, gar nicht mehr laufen. Das sind Indikationen, wo der Patient, wo man dann sofort ihm anraten muss, dass man das operieren muss. Ansonsten würde man immer noch mal die konservative Therapie ausschöpfen, das heißt womöglich auch noch mal eine Spritzenbehandlung anbieten. Und wenn das nicht gelingt, dann kommt man zu einer OP, dass man sagt, okay, die ganz, sag mal, standardisierte ältere OP-Methode ist, dass man das offen operiert. Da macht man einen Schnitt. Ich habe hier noch mal ein Wirbelsäulenmodell von der Lendenwirbelsäule mitgebracht. Das heißt, der Patient liegt auf dem Bauch. Und man macht hier über dem entsprechenden Bandscheibenvorfall einen Schnitt, der ist 4-5 cm. Das ist die ältere Variante. Mittlerweile gibt es einen Standard, das ist die mikrochirurgische OP-Technik. Da ist der OP-Schnitt 2 cm. Und man geht dann entsprechend am Knochen runter und geht entsprechend hier durch zum Bandscheibenvorfall. Mit dem Mikroskop kann man entsprechend, das ist ein richtiges Operationsmikroskop, das heißt, man guckt mit beiden Augen durch das ganze Mikroskop, man kann das einstellen. Die ganzen Werkzeuge werden ausgetauscht, das heißt ganz feine, kleine Werkzeuge. Man stellt sich den Nerven dar und unter dem Nerven liegt dieser Bandscheibenvorfall. Den mobilisiert man und zieht ihn heraus. Geht es nicht auch mit ganz kleinen Schnitten? Ja, es geht noch mit einer kleineren Methode und zwar mit dem Endoskop. Der Patient liegt beim Endoskop, bei der endoskopischen Operation auf dem Bauch und das Endoskop ist so wie dieser Stab hier genauso groß. Das heißt, eine ganz kleine Schnittinzision, 4 mm, macht man hier entsprechend auf der Seite. Also man geht nicht direkt über der Mitte, sondern über die Seite und geht entsprechend hier zu dem Bandscheibenvorfall. Mhm. Und vorne an dem Endoskop ist eine Kamera dran und darüber kann ich mir das genau einstellen. Ich sehe den Bandscheibenvorfall. Dann geht man über diesen Stab, gibt es hier innen drin einen Hohlraum, da kann ich eine kleine Fasszange vorziehen und über diese Fasszange kann ich über die Kamera entsprechend den Bandscheibenvorfall herausziehen. Mhm. Und man kann noch gucken, ob da noch weitere Bandscheibenvorfälle, also kleine Sequester, so nennt man das im Lateinischen, Sequester sind, die würde man mobilisieren und wiederum mit der Fasszange herausziehen. Die OP selbst ist, wie gesagt, vom Schnitt kleiner, 4 mm hatte ich schon gesagt. Und auch von der OP-Dauer ist auch deutlich kürzer, die Hälfte der Zeit wie beim mikrochirurgischen Eingriff. Ah, und man ist auch viel schneller auf den Beinen wahrscheinlich dann wieder. Der Patient kann schon nach 3 Tagen wieder die Klinik verlassen. Das ist ein großer Vorteil. Und man ist natürlich schneller mobil, auch weil die Schnittführung und natürlich auch die Wunde ja sehr, sehr klein ist.
je größer die Wunde, umso eher habe ich Schmerzen natürlich. Also deswegen hier ist die kleinstmögliche Operation letztendlich benannt. Ja, können Sie das für jeden tun, also diese endoskopische Operationsmethode? Im Prinzip kann man das fast jedem Patienten anbieten. Es gibt manchmal Situationen, wo man sieht es hier zum Teil an dieser Wirbelsäule, wo manchmal knöcherne Überbauungen sind. Da verbietet sich das, aber das sieht man an dem MRT und da kann man entsprechend mit dem Patienten das besprechen. Und bei der Aufklärung muss man dem Patienten ja schon mitteilen, welche OP-Methode man wählt, ob das eine mikrochirurgische ist oder eine endoskopische. Aber wie gesagt, das kann man entsprechend anhand der MRT-Aufnahmen kann man das sehr gut sehen und den Patienten dahingehend beraten. Das heißt also, je jünger der Patient, desto eher ist das endoskopisch möglich? Ja, so ist es. Genau. Und es ist eben ein Eingriff. In der heutigen Zeit, das wissen wir alle, geht es auch wieder darum, man möchte wieder zurück in den Alltag, man möchte in dem Sinne seinen Job machen, aber seinen Sport, seinen Alltag wieder aufnehmen. Und das ist natürlich, je größer so ein Eingriff ist und je länger das dauert, sagen wir mal mit der Rekonvaleszenz, je größer der Eingriff, der Schnitt, die Schnittführung, umso länger dauert auch die Rekonvaleszenz. Das heißt, dass ich auch wieder zurückkommen kann in meinen Alltag, zu meinen sportlichen Aktivitäten. Ja, wenn es so wenig den Körper in Mitleidenschaft zieht und so wenig innere Narben ja wahrscheinlich auch zurücklässt, ist dann damit auch möglich, so einen Rückfall zu behandeln? Ja, auch das kann man. Wie gesagt, das ist immer davon abhängig, wohin der Bandscheibenvorfall auch natürlich gerutscht ist. Also es gibt, wenn der jetzt zum Beispiel noch mehr, hier ist er natürlich entsprechend, wo der Nerv rauskommt, gerutscht. Er kann natürlich auch hier in die Mitte rutschen. Da, je mehr in der Mitte geht, umso schwieriger wird das. Aber auch da ist die Methode mit dem Endoskop gut möglich. Gibt es Risiken? Also viele haben ja Angst davor, überhaupt bei einer Bandscheibenoperation, dass sie am Ende gelähmt sind oder dass sie an anderer Stelle Schmerzen bekommen. Wie ist das Risiko bei dieser Operation? Das Risiko einer Operation ist beim mikrochirurgischen um die 1%. Das gehört aber auch dazu, wie Entzündung, Wundheilungsstörung. Dass man da einen Nerv verletzt, ist sehr, sehr selten. Auch beim endoskopischen Eingriff ist die Risikoeinschätzung genauso. Ein Rezidiv hängt immer davon ab, wie viel Gewebe sich gelockert hat. Also, und wie viel natürlich auch entsprechend von dem Gewebe, wie der Prozess entsprechend in der Bandscheibe abläuft. Es gibt in der Bandscheibe selbst biochemische Prozesse, wo sich das Gewebe auch noch weiter auflösen kann. Dadurch ist das Risiko einer Rezidiv, also eines nochmal Auftreten eines Bandscheibenvorfalls auch entsprechend höher, wenn da entsprechend diese Prozesse, sagen wir mal, ablaufen. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit gesprochen über die Lendenwirbelsäule. Ist das eine Operationsmethode, die diesem Bereich vorbehalten ist? Nein, man kann natürlich auch in anderen Bereichen mit dem Endoskop operieren, aber erstens, die meisten Bandscheibenvorfälle passieren an der Lendenwirbelsäule, also treten dort auf, und zwar überwiegend in den beiden unteren Segmenten. Und zwar deswegen, weil natürlich die gesamte Körperlast hier drauf ist. Deswegen ist es hier letztendlich überwiegend, werden diese Operationen im Lendenwirbelsäulenbereich durchgeführt. Man macht es auch in der Brustwirbelsäule. Dort sind aber im Vergleich zu der Lenden- oder Halswirbelsäule maximal 1 bis 2% überhaupt aller Bandscheibenvorfälle treten, also ein ganz niedriger Prozentsatz in der Brustwirbelsäule auf, weil alleine durch das Rippenkorsett letztendlich diese Belastung in der Brustwirbelsäule nicht so groß ist. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.